Clever Energie und Kostensparen mit Care Energy, Ihrem persönlichen Energiedienstleister. Tom und seine Familie verbrauchen im Alltag eine Menge Energie. Ob für Heizung, Beleuchtung oder andere elektrische Geräte, die Kosten türmen sich durch den hohen Verbrauch. Kein Wunder, denn im Haus lauern zahlreiche Energiefresser. Und es kommen immer mehr hinzu. Tom beschließt, Zeit, das zu ändern. Doch wie und wo soll er da anfangen? Es muss Hilfe her. Zum Glück weiß Toms Energieberater von Care Energy genau, an welchen Stellen im Haus sich die tückischen Energiefresser verstecken und wo die Familie weitere Kosten sparen kann. Darüber hinaus erkennt der Energiedienstleister sofort, wie sie den Verbrauch senken kann, ohne dabei auf Komfort und Nutzen zu verzichten. Er zeigt Tom zum Beispiel, wie er sich mit dem Vergleichsrechner über günstige Energieversorgertarife informieren kann. Bei einem Besuch vor Ort gibt Toms Energieberater ihm wertvolle Tipps. Schon eine einfache Veränderung von Alltagsgewohnheiten spart ohne viel Aufwand Energie. Der Berater prüft, ob eine Eigenversorgung mit Photovoltaik Sinn ergibt und empfiehlt der Familie umweltschonende, effizientere Geräte. Bei Bedarf organisiert er sogar den Austausch. Je nach Wunsch kann Tom die neue Technologie kaufen oder mieten. Und weil Care Energy die langfristige Verbesserung der Energieeffizienz am Herzen liegt, beobachtet der Energiedienstleister das Verbrauchsverhalten der Familie regelmäßig. So macht er weitere Einsparpotenziale ausfindig und schlägt zusätzliche Lösungen vor. Die Familie ist hin und weg. Dank der Unterstützung des Energiedienstleisters kann Tom sich entspannen, denn er weiß seinen Energiehaushalt in den besten Händen. Auch sein Unternehmen lässt er von seinem Berater unter die Lupe nehmen. So reduziert er hier ebenfalls dauerhaft seine Energiekosten. Auch Sie wollen nachhaltig Energie und Kosten sparen? Care Energy, Ihr Energiedienstleister für private Haushalte, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen. Mehr Infos unter www.care-energy.de.